mit Wolfgang Niedecken über den Rhein träumen. In schwebenden Kunstwerken des Kölner Künstlers und BAP-Frontmannes Wolfgang Niedecken können die Besucher der Kölner Seilbahn sich in Zukunft über den Rhein träumen. Am 23. April übergab Wolfgang Niedecken drei von ihm gestaltete Gondeln in den Betrieb der Seilbahn. Die Motive der Gestaltung beziehen sich auf einen Liedtext, den Wolfgang Niedecken bereits 1999 geschrieben hat. Und natürlich trug er dieses Lied bei der Übergabe vor, unplugged und live mit Gitarre und Mundharmonika. Und so genoss Wolfgang Niedecken sichtlich die Erstfahrt in seinen Kunstwerken und erinnerte sich an frühere Tage aus seinem Leben in Köln. Unmittelbar an meine Kindheit. Es ist ja entstanden, als ich Kind war und mit meiner Mutter Ausflüge gemacht habe und wir ganz gespannt waren, wie das wohl sein würde, damit zu fahren und das dann immer wieder wollten auch. Rüber in den Rheinpark, dann da mit dieser kleinen Sessel-Liftbahn. Dann mit Müllemer-Bötchen bis Rodenkirchen und dann zurück am Rhein bis in die Südstadt spaziert. Es fand immer mittwochs statt. Meine Mutter hatte mittwochs immer frei. Wenn das Wetter schön war im Sommer, dann haben wir das im Sommer mindestens einmal gemacht. Aber manchmal auch öfter. Großartig. Die Idee zur Gestaltung der Seilbahngondeln kam Wolfgang Niedecken, nachdem 2006 eine Stadtbahn der Kölner Verkehrsbetriebe zum 30-jährigen Bestehen von BAP künstlerisch aufwendig gestaltet worden war. Nach dieser Aktion zu Lande und nach einem Konzert auf dem Wasser mit Alpenrocker Hubert von Geusern fehlte nun noch eine Aktion in der Luft. Also ich arbeite ja, wenn ich an Texten arbeite, sehr ganzheitlich. Ich gehe dann ja nicht hin und versuche mich von Reim zu hangeln, sondern ich schreibe mir alles auf oder sammle alles, was da irgendwie mit zu tun hat. Und dann entstehen sehr oft auch Collagen. Die können sich dann nachher womöglich in einem Booklet wiederfinden zum Album oder es ist das Artwork fürs Album oder es findet sich auf der Bühne wieder. Auf jeden Fall dieses ganzheitliche Arbeiten ist sehr sinnvoll, macht auch einen ungeheuren Spaß, dann taucht man mich besser in die Materie ein. Und als dann die Idee kam, ich gestandle eine Gondel, wir wurden ja dann drei draus, weil es einfach besser ist, wenn drei hintereinander kommen, die sich ähneln, kam ich sehr schnell auf diesen Song für einen Moment. Weil der hat mit Köln zu tun, mit der Sprache, der hat mit dem Rhein zu tun. Der ist melancholisch fröhlich. Und das ist eigentlich auch der Song, den ich am liebsten hören würde von uns, wenn ich hier drin sitze und über den Rhein fahre. Also den Song zusammen mit dem Blick und mit dem Erleben da durchzuschweben, das habe ich mir sehr schön vorgestellt. Und deswegen ist es auch so ein fröhliches, so eine fröhliche Gestaltung geworden. Man würde ja auch von mir, ich habe ja Kristall nachgeschrieben, ich habe Arschutz auseinander oder über Kindersoldaten in Norduganda oder weiß der Teufel welche schweren Themen. Das hat in dem Moment mal wegzubleiben. Das hier ist einfach nur ja, eine melancholische Fröhlichkeit, die auch zu Köln gehört. Thank you very much.